Herzlich willkommen zurück zum 12. Teil von Amnesia Dead Spirits. Und ja, wie ihr seht, bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Ich habe allerdings mal geschaut. Ich habe mich nicht gespoilert, ich habe wirklich nur geguckt, wie es weitergeht. Und es geht tatsächlich weiter, dass wir wieder über die eingestürzte Brücke rüber müssen. Was schon sehr toll ist. Und ich habe festgestellt, hier sollte eigentlich ein Riegel vor sein, den wir hätten wegnehmen müssen. Ich weiß nicht, wieso dieser Riegel jetzt nicht mehr da ist, aber er scheint jetzt irgendwie auf jeden Fall weg zu sein. Gut. Ich gehe also jetzt nochmal zurück. Genau, über diese Brücke müssen wir wieder rüber. Aber, so genau da müssen wir rüber wieder. Ach Gott. Okay, ich weiß jetzt schon, dass das nichts wird. Oh doch. Oh. Gleich schon beim ersten Mal. Das ist okay. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Okay, gut. Dann bin ich soweit schon mal glücklich. Und kann jetzt gucken, für welche Tür dieser Schlüssel war. Ich hoffe mal, ich denke mal für diese Tür. Ach, jawohl. Jawohlskin. Und wir können wieder durch. Ich muss mal gerade den Ton ein bisschen leiser machen. Auf meinen Kopfhörern. Okay. Weil es war doch extrem laut. Ich habe mich nicht mehr gehört. Und... Oh nee. Ich habe nicht mehr sehr viel Öl, deswegen mache ich das jetzt einfach aus und mache hier mal die Kerze einfach an. Hier brauche ich die Kerze nicht. Brauchte da eigentlich die Kerze auch nicht, aber... Okay, hier ist nichts. Bisschen Öl wäre nicht schlecht. Okay, bevor ich den Zettel mir angucke, gucke ich mal eben, ob noch irgendwas hier in den Schränken ist. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Gut, dann lesen wir mal wieder. It is done. So we finally did it. The sanity loss cure drink. I must send a message to Bernard about this success. Maybe I will get my promotion. Drake. So, sie haben es also endlich geschafft. Dieser Sanity Loss Cure, also diese Heiltrank gegen wahnsinnig werden, sowas ist, haben sie endlich fertiggestellt, konnten sie endlich fertigstellen und er muss halt eben jetzt Bernard über diesen Erfolg berichten und vielleicht bekommt er jetzt Promotion, es dürfte eigentlich Provision sein. Drake, my own cousin working with a Colonel, this can't be true. Also, der Cousin des Darstellers, den wir hier gerade spielen. Ich sag jetzt einfach mal das einfache Wort, weil das schwere Wort kommt jetzt gar nicht über meine Lippen rüber. Arbeitet für Bernard. Was unser Schausteller, die jetzt bei mir gesagt, was unser Charakter wohl noch nicht gewusst hat.
Was haben wir hier noch so? Da ist nichts mehr. Gut. Ist hier sind noch irgendwo irgendwas? Eine Tür, die verschlossen ist. Da hinten war da auch irgendwo noch eine Tür, oder? Bin ich doof? Irgendwo hier war doch. Ach nee, das war die Tür. Okay. So, dann gucken wir hier noch ein. Mal. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Es ist so, da ist was, ich sehe was, ich sehe was. Öl, oh, danke, Öl. Danke, liebes Spiel, dass du mir nochmal Öl gegeben hast. Und nochmal ziemlich große Zinderbuchsen. Ich nehme mal stark an, dass es hier weitergeht. Und haust mir natürlich wieder gegen die Tür, ist klar. Was denn? Schweine! Schweinehälften! Hui! 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 Miss Piggy! Hui! da ist nichts. Oh, ist das grell! Alter! Ich hoffe ja mal, dass ich mal so langsam irgendwie mal dem Ende zukomme, aber... diese... Chance sehe ich, glaube ich, nicht mehr. Okay. Hier geht es jetzt doch nicht weiter. Dann wird hier wohl irgendwo, denke ich mal, ein Schlüssel sein, den es wieder mal zu finden gilt. Oh, nee. Oh, nee. Es ist irgendwie, es ist so langsam. Ach, Mann. Es ist irgendwie alles so lang. Na, geh doch weiter. Es ist irgendwie alles so langwierig. Diese Custom Story ist echt langwierig. Ich mach die Laterne mal lieber aus, weil ich nicht mehr so viel habe. Und den Schlüssel, falls es denn einen geben sollte, kann man auch so sehen. Und jetzt aber keinen Schlüssel. Denke ich mal. Ich gucke hier nochmal. Nehmen wir mal den Sack da weg. Nehmen wir diesen komischen Mehlsack da nochmal weg. Und dann, ja. Out! Das war ja dann schon mal echt Knorke. Das hat mir dann schon mal gut gefallen. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hoppala, 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 hoppala. So, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ja. Das ist halt nur das richtig Blöde. Ja. Sobald ich hier den Schlüssel suche, kann ich ja auch nochmal kurz berichten, dass ich jetzt gerade... Nein, stimmt gar nicht, dass ich ja jetzt noch mal ein paar Together-Let's Plays machen werde. Und ich dafür noch Leute suche, die sich bereit erklären. Ich habe jetzt schon ein Let's Play gemacht. Wie ihr schon bestimmt vielleicht schon gesehen habt. Von Survivors. So eine Mischung zwischen Slenderman und einem Werwolf. Zwischen Slenderman und The Rock. Und, oh, so eine Buchse. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht noch nicht. Wenn nicht, dann guckt es euch unbedingt an, weil das ist echt der Hammer. Das Let's Play ist wirklich... Na, geh darüber. Es ist wirklich der Hammer geworden. Gott, dammig. Wo ist dieser dammige Schlüssel? Where is the key? I want to find the key. War da gerade was im Feuer? Nein. Hat sich nur so... Hat sich aus dem Augenwinkel... ja, schön. Sah aus dem Augenwinkel irgendwie so aus, als ob da irgendwas im Feuer war. Aber nö, da war nichts. Ja du, Sahne. Ist ja auch noch ein... Hab ich den schon... Aha! Hahaha. Hihihihihi, Schlüssel.
Ich bin der Schlüsselmeister. Ich habe den Schlüssel bekommen. Und wieder so eine herrliche Tür. Okay. Entweder kommt gleich vor mir was oder hinter mir was. Ich weiß, ich gehe jetzt. Ich wusste es! 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 Geh auf! Geh auf! Wieso gehst du nicht auf? Hallo? 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 Wieso? Wieso geht die Tür denn nicht auf? Ich hab's so gewusst. Ich hab es so gewusst. Ich wusste es. Ich wusste, dass hinter mir was ist. Es ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich hier wieder anfangen darf, oder? Es ist nicht euer... Hä? Was ist denn jetzt? Ach so, okay. Oh, Alter. Alter, ich dachte, ich müsste wieder bei... vor der Brücke anfangen. Aber warum gehen diese verschissene Tür nicht auf? Wage ich mich nochmal da durchzurennen? Jetzt dürfte das Monster eigentlich weg sein, aber... Ja, natürlich. Na klar. Na logisch. Was sonst? Ich hab Angst, ich will nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Das letzte Mal ist es doch so beschissen ausgegangen, als ich mit dem Fahrstuhl gefahren bin. Ich will nicht, ich will nicht. Wenn ich wieder runterfalle, Alter, ich schwöre, ey. Ich habe keine Lust, dieses Spiel noch 3 Stunden lang zu machen. Was? Was zum Teufel? Was? Wie? Was ist? Ich bin draußen? Ich bin draußen? Bin ich... Was? Bin ich... Was? War's das? Bin ich fertig? Bin ich fertig oder bin ich nicht fertig? Ich bin nicht fertig. Oh Leute, nein. Ich kann nicht sprinten, das bedeutet, ich bin irgendwie noch in so einer Rücksichtsfrequenz, Sequenz oder so. Och, wo bin ich denn jetzt hier? Also diese Custom Story ist echt so ein bisschen voller Überraschung, so wie es eigentlich auch sein soll, aber... Irgendwann ist es wirklich... zu viel des Guten. Zumal ich jetzt mittlerweile, wie schon gesagt, im 12. Part bin und ich, ehrlich gesagt, jetzt so langsam echt wirklich keine Lust mehr habe, wenn man bedenkt, dass ich dachte, dass es die vielleicht nur 3 Parts oder so ist. Okay, hätte ich mir gleich denken können, dass ich nach unten muss. Wieso kann ich denn nicht mehr sprinten? Ich kann nicht mehr sprinten. Wieso kann ich nicht sprinten? Oh Gott. Nein. 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 Wollen wir dem Blut folgen? Na, hallo? Okay, das war eine Rückblende noch. Deswegen konnte ich nicht sprinten. Mir gefällt es nicht, dass er so lange lädt. Das lädt so lange. Ladebildschirm.
Ladebildschirm. Ich habe keine Lust dazu. Oh. What is this place? I don't remember this in the Resident. When you're far from home, you don't feel as safe as you would when entering unknown areas. And when you venture through your own mind finding out things you never even knew was there. But when you find out that reality is not a dream, but a nightmare. Okay, wenn du weit von zu Hause entfernt bist, fühlst du dich nicht so sicher als fühlst du dich nicht sehr sicher, wenn du unbekannte Gebiete, wenn du in unbekannte Gebiete eintrittst. And when you venture through your own mind, wenn du durch deine eigenen Gedanken venture, schlenderst, wanderst, gehst, durchgehst, durchdenkst, irgendwie sowas in der Art. Wirst du feststellen, soweit ich mich da jetzt noch erinnern kann, wirst du feststellen, dass das Leben kein Traum ist, aber ein Albtraum. Gut, sondern ein Albtraum, irgendwie sowas war das, was da stand. Ich möchte hier nicht sein. Und gleich auch noch ganz ohne Öl. Ich habe gleich kein Öl mehr. Bitte lass hier irgendwo Öl sein. Bitte lass hier irgendwo Öl sein. Bitte, 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 bitte. Bitte. Aha. Oh, gib mir das Öl, du blödes Scheißding. Alter, ich flipp gleich aus. Gib mir das Öl. Alter, gib das Öl daher, sonst raste ich aus. Jetzt geht die scheiß Truhe nicht mehr auf. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt. So. Brav. Da ist nichts. Da wird hier wohl auch kaum noch was drin sein. Okay. Bitte lass es so sein. Oh, Gott sei Dank. Oh, nö. Nö. Gott sei Dank. Nein. Wieso geht diese blöde Tür denn auf? Ich wollte hier gar nicht rein. Da steht was. Chemical Gunpowder. Oh. Mir ahnt nichts Gutes. Wenn wir hier jetzt schon Schießpulver haben, chemisches Schießpulver haben, dann ahn ich nichts Gutes, was da eventuell kommen könnte. Da ist noch ein Zünder. Nein, ich mache jetzt das Licht erstmal hier nicht an. Zumal doch keine Kerze da ist. Oh, jetzt spring doch mal runter. Jetzt geh doch mal runter. Hallo. Hallo. Danke. Im Dunkeln ist es gut munkeln, sagt man ja, aber allzu lange sollte man auch nicht munkeln im Dunkeln, weil sonst kommt der böse Slender und packt euch. Die ging nicht auf, dann rennen wir doch mal liebend gerne zurück. Heppa! Und gehen einmal hier rein. For God's sake, this door is closed. Mon amour, mon ami, mon a... Ich bin draußen? War's das? Bin ich fertig?
Bin ich frei? Darf ich gehen? Somewhat this looks familiar. Irgendwie sieht mir das bekannt aus, oder kommt mir das bekannt vor? Ja. Mir nicht. It looks. Ist dies. Nein, das kann nicht sein. Das sieht so bekannt aus. Wenn ich jetzt irgendwo eine richtige Tür finden muss, die finde ich doch nie im Leben. Im Leben. Ich dachte, da hinten ist jemand. Alter Leute, das ist euer Ernst? Muss ich jetzt in jedes einzelne verdammte Haus rein? Ist das wirklich euer Ernst? Wie lange soll ich hier noch rumlaufen? Erstmal so unter uns gesprochen, wie lange geht's so? Wie lange soll ich denn hier noch rumdümpeln? Ist hier was? Nein, hier ist nichts, da ist nichts. Nein. So, haben wir hier noch was? Nein. Da geht's nach oben. Gehen wir mal nach oben. Ja, wir gehen ins Dunkle oben. Ins sehr dunkle, dunkle oben. Es war so klar. Es war so klar, dass ich ausgerechnet jetzt kein Öl mehr habe. So verschissen dunkel, ich sehe nichts. Ich könnte rein theoretisch die Helligkeit von meinem Bildschirm jetzt etwas hochdrehen, aber dann würde das Spiel irgendwie nicht mehr so. Jetzt habe ich vor einem rumwedelnden Zettel hier erschrocken. Oh Mann. Warum wedelte der Zettel überhaupt rum gerade? Eine Kerze, die man anzünden kann. Ja. Ah, sehr schön. Fein, 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 fein. Was ist das? Ich sehe. Was? Hä? Ist da ein Loch in der Wand? Was ist das? Hä? So, hä? Was ist denn da? Hä? Das Schlimme ist, ich sehe nichts. Das ist das Schlimme. Ich sehe wirklich nichts. Ich muss mal gerade die Helligkeit von meinem Bildschirm ein bisschen hochdrehen. Was nicht funktioniert, sehe ich gerade. Doch, jetzt. Oh, nein, das war... Oh, nee. Das hilft mir jetzt ganz und gar nicht. Runter, 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 runter. Das war nur der Kontrast und nicht die Helligkeit. Okay. Gut, nein, wieder runter. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach komplett nichts hier. Komme ich hier irgendwo hin? Ich sehe nichts. Ich gehe wieder raus. Ich sehe wirklich nichts in diesem Raum. Und hier ist es auch nicht besser. Wo war die Tür? Wo war die Tür? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe... Hier ist die Tür, die ist... ich sehe absolut nichts mehr. Ah, jetzt hat er sich an die Dunkelheit gewöhnt. Ah, da geht's runter.
Gut, dann lasst uns mal aus diesem Haus hier wieder verschwinden. Denn hier draußen ist es wenigstens ein bisschen heller. So, was haben wir hier noch für ein Häuschen? Da kann man nicht rein, okay. Dann werden wir wohl hier reingehen müssen. The door is sealed tight. I need something powerful to get in here. Würde ich mal wohl das nehmen, oder? Gegenstand kann auf diesen Fall nicht verändert werden. Hä? Warte mal. Gut. Sehr schön. Das geht nicht. Kann man hier lang? Muss ich hier lang? Soll ich hier lang? Nein, hier kommt man nicht lang. Dann gehe ich mal wieder zurück und gucke mal so ums Häuschen rum, ob hier irgendwas liegt, was ich gebrauchen könnte. Aha, okay. Kann ich das hier anwenden? Nein. Ba ba bi ba da ba bu ba da ba bi ba da ba. Wie ist denn noch eine Tür? Kann ich das hier anwenden? Nein. Kann ich das überhaupt irgendwo anwenden? Nein. Ich gehe jetzt einfach mal durch den Wald. Wälder sind toll, aber nicht dieser. Der Wald ist so eintönig. Dann gehe ich wieder raus aus diesem kleinen Förstchen und...